Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Nassau, Bahamas, Juli 1718. Versuchst du, deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin ihr sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da war ich, wo es hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du wüsstest gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh. Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die in den Hafen laufen. Yes, yes. Anscheinend kommen die Spanier wieder zurück. Ja, wir sind wieder in Nassau und ja, da haben wir noch ein kleines Erinnerung von Edward, von seiner geliebten Frau, sage ich mal, gesehen. Und anscheinend kommen die Spanier wieder zurück nach Nassau. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt machen will. Vielleicht noch eine kleine Nebenmissionchen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 11.100? Vielleicht können wir uns mal wieder... Haben wir irgendwas wieder zum Herstellen? Oh, wir haben ja was zum Herstellen. Was brauchen wir für das Pistolenhäuser 3 eigentlich? Buckelwalhaut, okay. Das Grund hat... Knochen vom großen weißen Hai. Hammerhai-Knochen... Haiti-Pelz, Kaninchenpelz, Schwertwal, Medizina, Panther. Mhm. Vielleicht hätte ich mir vielleicht noch ein Krokodil holen sollen. Hier, das können wir wieder herstellen. Knochen. Dann mache ich das nochmal. Dass man so einzeln machen muss, das nervt irgendwie ein bisschen. Müssen wir jetzt kein Geld dafür ausgeben. Nur wenn wir jetzt auch schon hier sind, können wir auch mit der nächsten Mission weitermachen. Kurz in die Uhr schauen. Wir bitten um Parley. Verhandlungen ist die Übersetzung. So, das war's dann wohl. King George ist unsere Sperrenzchen endgültig leid. Wer ist der Grimmige? Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Thatch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Pardons?
Verdammt, was treibt Hornigold da? Der Blasenfuß. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Ich dachte, unser Empfang würde ruppiger verlaufen. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Souverän. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Governor Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht helfen. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen, so viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cockrem auch mit. Oh Mann. Ausschwärmen, Männer, und behandelt dieses Rattenloch, als wäre es unser. Gute Nacht. Mann, oh Mann. Doch der König hat sich als völlig unfähig erwiesen, das auch in die Tat umzusetzen, oder nicht? Wir sind all seine Mühen kläglich gescheitert. Passt auf, wie ihr über seine Majestät redet, Governor. Ihr seid auf seinen Grund. Ich habe meine Methoden, Commodore, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet. Okay, ich muss mir einen sicheren Weg suchen. Hier da, auseinander! Macht Platz für die Gesandten des Königs! Aus dem Weg, Bastarde! Weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln. Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen. Bewegung! Los! Commodore Chamberlain! Bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Zimmermänner zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen. Wir müssen diese Festung wieder instand setzen. Wir sollten die Waffen konfiszieren, Governor. Machen wir diesen Piraten deutlich klar, dass mit den Abgesandten des Königs nicht zu spaßen ist. Ich will keine Feindseligkeiten heraufbeschwören, Commodore. Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen. Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe. Geschlecht, Governor. Wir sollten eine Hilfe versenken, die nicht der Königsflagge tragen. Wenn nicht, nehmen wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit. Zeigt, Commodore. Ich bin der gottverdammte Gouverneur hier, im Dienste seiner Majestät. Und ich treffe alle Entscheidungen. Ist das klar, Sir? Aye, Sir. Eure Wünsche sind klar wie Kristall. Sollten wir uns nicht sehen lassen, wie es aussieht. Governor Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Der gute Hornigold und seine Männer haben anscheinend, ja, sich mit den Leuten zusammengeschlossen, so wie es aussieht. Ja, und was, auf was warten wir jetzt? Das Vorinfiltrieren, alles klar. Einen am Vorsprung töten, also wir sollen am Vorsprung Wachen töten, alles klar. Ich glaube, der beste Weg da hoch ist immer noch der Weg hier.
Na. Und zu allen Überfluss fängt es an zu regnen. Ja, sehr toll. Dann mal ab nach oben. Den Weg kennen wir ja schon. Mist, ich wollte mich eigentlich umbringen. Das war total doof. Warum konnte der nicht greifen, Alter? Das war echt scheiße. Mann, oh Mann. Ja. Wahrscheinlich sollte ich einfach da rausrennen. Der Regen ist die FPS echt scheiße gerade. Muss man ja sagen. Aber es ist irgendwie in allen Spielen so. Regen macht es irgendwie die besser. Oh, eben nochmal da hoch. Mann, oh Mann. Das erinnert mich schon wieder genau an das letzte Mal, wo wir auch hier hochgekraxelt sind. Wo der eine Typ uns einfach runtergeschubst hat. Genauso ist es jetzt auch wieder. Diesmal warte ich jetzt einfach hier. Jo, warte. An einem Vorsprung hängen und Wachen töten. 0 von 3. Das ist die Option am Missionsziel. Ich warte mal ab, bis er hier lang kommt. Na, mein Freund, komm schon. Was ist der? Will einfach nicht kommen. Na, komm doch her! Alter, wie dumm. Ich hasse solche Wachen, ganz ehrlich. Tschüss. Sowas muss ich mir auch nicht bieten lassen. Und tschüss. Die Alarmglocke sabotieren. Oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurde. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Forts, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern,
sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Jetzt gibt die sowas von Knicken. Kommt der hierher? Uiuiui. Der bis hierher. Nein! Alter! Scheiße! Ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht pfeifen kann, aber habe ich vergessen. Ah. Das fallen lassen genau dieselbe Taste ist. Also nochmal hier hoch. Meine Fresse. Ich stelle mich aber heute auch hier blöd an. Richten wir hier runter. Problem ist ja immer, ich möchte ja unbedingt immer die optionalen Missionsziele schaffen. Aber der kommt ja eh nicht bis zum Rand. Mal gucken, was er dabei hat, der gute Herr. Oh, der ist tot. Nein. Warum? Warum läutet der Depp denn die Alarmglocke? So ein. Dann wenigstens sind wir jetzt wieder hier oben. Tschüss. Auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben, erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden.
und vier Befehle. Und weil sie alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten, all unsere zivilen und militärischen Offiziere, der ist nicht mehr da, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Hallo, mein Freund. Erstmal rein. Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen. Oi, oi, oi. Nein. Ist er? Ah, ich habe keine Rauchbomben, Alter. Nur keine Alarmglocke benutzen, dann ist alles gut. Ah, verdammt. Jetzt regenerieren mal wieder. Vielen Dank. Ah, diese Dreckskerle, die mich immer erwischen. Wichser, du kleiner Wichser, du. Ja, und ich würde sagen, das war's dann schon wieder von dieser Folge. Bis dahin. Ja, die Folge ein bisschen verkackt. Anscheinend hat sich Horny geholt und die anderen Piraten sich dem Parley-Recht ergeben und jetzt versuchen sie wahrscheinlich gemeinsame Sache mit dem Herrn Gouverneur. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob er es selbst schon Gouverneur ist. Ich glaube, er ist jetzt selbst schon Gouverneur. Ah, Gouverneur Woods Roger. Ja, so heißt der Kerl, sieht man hier, sehe ich hier gerade. Die machen jetzt gemeinsame Sachen miteinander und wir müssen jetzt irgendwelche Pläne stehlen erstmal. Doch wir müssen erstmal sicher da durchkommen und am besten ohne, dass die Alarmglocke hier alarmiert wird. Naja, und ob wir es schaffen, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.